Leute, was geht? Heute möchte ich mit euch ein Halloween-Video machen. Und wisst ihr, was ziemlich krass ist? Chess, wie gibt es jetzt schon seit fast 2 Jahren und ich erreiche nichts auf diesem Kanal. Nein, Spaß. Eigentlich habe ich Freude daran, Videos zu produzieren, doch ich habe meistens keine Zeit und ich bin faul. Das wisst ihr ja. Und ich wollte dieses Jahr als Clown zu Halloween gehen, also ein Horror-Clown, aber mir wurde gesagt, ich soll das nicht machen, weil in Berlin wird man abgestochen dafür. Besonders, weil in meiner Schule mal die Polizei gerufen wurde, weil ein Junge ein Messer dabei hatte. Da ist einfach ein anderer Junge zum Sekretariat gegangen und hat die Polizei rufen lassen. Was zur Hölle? Und genau, weil ich deswegen kein Clown sein will, möchte ich heute als Geist bzw. als Zombie gehen. Und deswegen trifft sich perfekt Beetlejuice. Beetlejuice ist so ein weißer, blasser Geist, der so einen schwarz-weißen Anzug trägt und dicke Augenringe hat und so leicht grüne Haare. Und genau deswegen habe ich mir auch die Haare nochmal leicht grün gefärbt dafür, also nicht stark. Und ja, ich weiß, mein Ansatz ist da und der ist hässlich, aber was soll ich tun? Damit ich auch gleich anfangen kann, mich zu schminken, geht's los. So, ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Ich knie jetzt hier auf dem Fußboden, vor mir ist ein Spiegel, da ist die Kamera, Licht, Mikrofon, alles mögliche. Ich habe hier unten einmal Wundschutzcreme mit einem Schwamm von DM für die weiße Farbe im Gesicht. Ein Halloween Schmink-Make-up-Set. Nochmal solche Halloween-Schminkstifte, grün und lila-blau, ein Pinsel, um das auch alles auftragen zu können. Das werde ich mal mit der Wundschutzcreme mein Gesicht weiß machen und hoffen, das so dünn wie möglich auftragen zu können. Beim Weißfärb lasse ich die Augen mal frei, damit ich da dann auch den Lidschatten sozusagen reinmachen kann und halt die Augenringe, die es eigentlich sein sollen. Das ist jetzt ein bisschen problematisch mit dem Septum, besonders weil ich meine Nase auch von unten weiß machen muss und das Septum da ein bisschen im Weg ist und es dadurch auch weiß wird. Yay! Kamera jetzt mal ein bisschen runter gemacht, so dass wenn ich da die ganze Zeit in den Spiegel gucke, dass man da dann auch mehr von mir sieht. Das Gesicht reicht natürlich nicht, es muss natürlich auch das Kinn und am besten sogar noch der Kragen, also der Ausschnitt, weiß gemacht werden. Also ich finde, das funktioniert erstaunlich gut mit der Wundschutzcreme. Sie wird zwar jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als ich kleiner war und als mich als tot, als Skelett verkleidet habe, dass meine Mama das auch mit Wundschutzcreme gemacht hat. Beziehungsweise Pinaten. Jetzt muss ich einmal ein bisschen bei den Augen korrigieren. So, ich habe jetzt überall Creme an den Händen und auf der Hose. So, jetzt werdet ihr den absoluten Pro des Schminkens sehen. Ich habe jetzt hier die grüne, grün. Seht ihr, das ist grün. Die blaue Wimpertusche. Und ich versuche das jetzt aufzutragen, ohne zu sterben. Hier habe ich das Gefühl, dass das nur mein Auge, nur meine Augenbraue färbt. Scheiße, Leute, das ist schwerer als man denkt. Ich meine, es zerbröselt am Finger und mit der Creme, ich glaube, ich hätte die Creme noch ein bisschen trocknen lassen sollen. Aber es geht jetzt eigentlich. So, jetzt das andere Auge. So, das würde ich sagen, geht jetzt erstmal. Ich habe jetzt hier auch noch Make-up am Finger, geil. Jetzt noch ein bisschen zu übertreiben, nehmen wir jetzt auch diesen schwarzen Stift. Ich habe mir jetzt nochmal so leichte Augenringe gemacht, um es noch ein bisschen zu verstärken. So, ich habe keine Ahnung, wie man das funktioniert, aber da steht drauf, das ist falsche Haut. Dass ich jetzt mir so eklige, grüne, schmutzige Stellen ins Gesicht mache. Aber auch das funktioniert mal wieder nicht ganz so gut. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch mit Schwarz und Blau etwas nachhelfen müssen. Ah, ich glaube, langsam schlafen meine Beine ein. So, jetzt schaue ich nochmal, ob ich auch ungefähr alles richtig gemacht habe. Ich schaue nochmal, ich suche mein Bild. Okay, Google. Beetlejuice. Ey, das funktioniert sogar. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass... Wikipedia sagt, Beetlejuice ist eine US-amerikanische Horrorkomödie aus dem Jahr 1988. 1988. Okay, das kam nicht so gut. Ich werde euch das Bild einblenden und dann könnt ihr mir sagen, was ihr denkt.
Ich finde das ziemlich gut getroffen. Ich kann noch ein bisschen mehr Grün hier so am Mundwinkel vertragen, so wie er auch hat. Weil da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen schwarz rein, dass es ein bisschen dunkler wird. Dann nehme ich jetzt wieder dieses schön zerbrochene grüne Pulver. Am besten noch so mit auf die Lippe rauf. Wenn ich das esse und ich sterbe, dann war das mein letztes Video für euch. Meine Hose ist jetzt auch voller Schminke, wunderschön, kann ich morgen unter das Kostüm drunter anziehen. Das war's jetzt vom Make-up her, ich mache jetzt noch meine Haare und ziehe mir das Kostüm an und dann sehen wir uns gleich. Hallo. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Kostüm. Ich habe gemerkt, hier unten, das muss noch alles irgendwie weiß werden, so das mache ich dann morgen zum Kostüm nochmal perfekt, denn morgen ist Halloween und heute ist erst der 30. Ich muss sagen, so um auf dieses Make-up so zu sprechen, so ist nice, gefällt mir, leicht. Auf jeden Fall, das Einzige, was mich stört, sind meine Haare und ich habe da jetzt eine halbe Flasche Dose Haarspray reingesprüht und es hat nicht wirklich funktioniert. Also sie sind ein bisschen voluminöser und härter sind sie, aber oben bleiben wollen sie trotzdem nicht. Ich habe so ein bisschen so eine Einstein-Frisur. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir doch ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und ob ich das vielleicht öfters machen soll. Ich meine, das muss ja nicht mehr Halloween sein, um irgendwelche Verkleidungsvideos oder sowas zu machen. Und wenn ihr einfach mal ein Schminktutorial von mir sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich zeige euch den Nuttenstil in 3 Sekunden, so, das ist kein Problem, da habe ich Erfahrung, ne? Abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.